Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cartridge Massacre. Der Chat hat gewählt und es ist Dark Rift. Ein ja, Rügel-Game auf dem N64. Intro! Big Tokai. Das Spiel hatte ich auch irgendwo mal mitgenommen, weil ich CEB von Apple und Ei gekriegt habe für unter 15 Euro. Eons ago, on a routine mission, charting unknown planets, a survey team from the Hyperion Empire discovered the artifact lodged inside the unusual spatial tier. Gott, es lässt sich aber eckig. Und eine Technik zeigt. Naja gut, das N64 hatte ja normal auch nur einen SCART-Ausgang oder Komponent. Und das hier hat halt einen Mod, das ein HDMI-Signal ausgibt. Und man kann halt hier auch noch dann am Original N64 hier alles Mögliche einstellen. Und du kannst immer noch den alten Adapter einstecken, dass du es ganz normal am Fernseher laufen lassen kannst. Ja, hier werde ich jetzt wahrscheinlich Dauer verdroschen. Ja, komm. Irgendwo Options auf Easy stellen. Ich krieg wahrscheinlich eh die Hacke voll. Stereo. Controls. Was denn da? Vertical Attack, Horizontal Attack, Kick, Block, B ist der Grab, Step In, Step Out, A ist Special. Okay. Ja, ich sag mal, wenn du N64 abnimmst oder sowas, das ist ja dann auch wieder Hard Mode. N64 war jetzt auch keine Konsole, wo man Brawler gebraucht hat. Fighting Games. Orphix, Niki, Scarlet. Das dann hatte ich Zenmuron gehabt. Dann nehmen wir jetzt Aaron, Demonica, Eve, Gore. Ja, dann hau so einen Zitate-Channel auf dem Discord. Ork mit der Axt. Gore of the Highlands is the new and acclaimed champion of Dorlon. His only goal in life is to be the undisputed champion of his people. Können wir mehr Ani reinlegen. He will stop at nothing and achieve this goal, even if this means crushing every bone in the bodies of his opponents. Gore's fighting technique employs basic brute physical power. He can wield his massive battle axe with unbelievable ease. Gott, da kommst du mit dem Lesen gar nicht hinterher. Prepare for battle. Aber oh, zwei Köpfe größer wie die alte. Battle commence. Schön. Interessant, dass die Mutti irgendwie so gefühlt gar nichts macht. Perfekt. Die liest vor.
Ja, da ist Dave dran schuld, dass ich irgendwann mal die Arnie-Stimme. Ich muss mir noch so ein paar mehr Aussprachfloskeln aneignen von Arnie, dann wird's besser klappen. Ich sag mal, ja. Ach, wir können angreifen, auf einmal. Musik ist der Hammer von dem Game, oder? Knuddeln! Prinzipiell ging das bei mir los, als ich Terminator 2 mal im O-Ton gesehen habe. Is I was reprogrammed to protect you for several times in the future. And I'm Conan, the Bavarian. Conan, der Bayer. Weil nichts geht gegen Conan, der Bibliothekar. Hey, ist das ein Rip-Off von Cinder? Cinder! Dark Rift. Okay, also wenn ich in verschiedene Richtungen drücke mit derselben Taste, macht er auch noch irgendwie Dinge. D macht er mit Halbkreis nach vorne und Special-Taste. Aber sonst irgendwie passiert da nichts. Tot geknuddelt. Perfect. Oh, diese frühe 3D-Grafik, ey. Battle commence. Nukleare Eskalation. Okay, also das Spiel ist auf easy, wirklich easy. Ich bin mal gespannt, wann es dann losgeht und der Gegner sich denkt, so, oh, da ist genug gewonnen, dem ziehe ich jetzt mal die Hammelbeine lang. Battle commence. Ich weiß nicht, Retro würde ich das irgendwie nicht nennen. Eher Augenschmerz. Ey, sich zu wehren ist unfair. Hat sie sich... Hat sich weggeduckt, um geknuddelt zu werden? Ich glaub's nicht. Kriegst du am Knuddler erstmal einen Tritt. Oh, dieser Attack ist so dämlich, dass da diese Atomexplosion kommt. Viel zu gut, ey. Battle commence. Was halt ein bisschen schade ist, dass man hier halt keine Move-List drin hat. Ich
Bester Wurf aller Zeiten. Puff. Na ja, gut, ich habe ja die Anleitung dafür. Da stehen garantiert die Moves drin und so weiter. Aber da ich die halt alle noch nicht hier in ihren endgültigen Verpackungen drin habe, habe ich die Anleitung halt aktuell noch in der OVP drin. Deswegen, wenn die halt hier wie Perfect Dark zum Beispiel dann hier ihre endgültige Verpackung haben, kann man dann hier die Anleitung halt mit reinlegen. Dann hat man das halt immer greifbar. Gerade halt bei so Spielen, wo du Kombinationen brauchst. Das ist halt super hilfreich. Und den Onkel hatte ich, weil ich mit Dustin gespielt habe. Okay, der hat jetzt beschlossen, ich wehr mich mal. Ja, die habe ich auch alle. Ich habe auch die für Zelda 3 sogar. Schon mal wesentlichen Vorteil, weil er wesentlich schneller ist als der Ork. Ja, jetzt geht's los mit dem "Ich blocke alles weg". Dann, weil ich schneller bin als du, kriegst du die Fresse voll. Das sind so Charaktere, die kann ich nicht ab, ey. Das fand ich bei Soul Calibur auch immer so ätzend, wenn irgendjemand Raphael genommen hatte. Battle commence. Bärhack. Ja, vor allen Dingen, weil er halt einfach mal schneller ist als die meisten anderen und halt, egal wie gut du gespielt hast, der einfach mal komplett dein Combo weggebrochen hat. Also du hast halt geschafft, ihn irgendwie in der Luft zu juggeln. Manöver lassen hier halt auch sehr zu wünschen übrig. Ich habe bei Soul Calibur eigentlich auch immer recht gerne Nightmare gespielt. Aber wenn du dann halt wirklich jemanden hast, der immer nur Raphael hat und die ganze Zeit nur am Rapier spammen ist. Oh, diese Dinger, wo du halt wirklich definitiv mit triffst. Ich finde das so ätzend, dass du hier noch nicht mal ansatzweise Schaden durch den Block machst. Game over. Oh, diese Effekte. So, wen nehmen wir denn jetzt? Ein
Morphix. Ach, das war der von eben. Schauen wir mal. Oh. Ich habe noch auf das Fight gewartet. Was? Okay, das ist mal ein Wurf. Bei so einem Spiel finde ich es halt immer richtig arm, wenn halt Button-Mashing was bringt. Deswegen habe ich halt eigentlich immer Killer Instinct geliebt, weil da kommst halt mit Button-Mashing nicht wirklich weit. Battle commence. Also das war, wie träge dieses Spiel auch ist von der Insgesamtgeschwindigkeit. Eve. Boah, die sieht auch aus wie ein kompletter Rip-Off von Araya von Killer Instinct. Taste. Wortwörtlich angebumst. Okay, also egal in welche Richtung ich drücke, der Wurf ist an sich immer gleich. Oh, okay. Das ist eine andere Taste gewesen als die Special-Taste. Okay, das geht genau wie der Dragon Punch in Street Fighter. Interesting. You win. Mal. Möchte ich nicht schon zweimal umgenutzt? Das ist halt auch mit C rechts mit Blocken, ist halt auch sowas, wo ich mir denke, warum? Hätte man keinen Button verschwenden müssen. Morphix.
Das ist der Charakter, der von allem irgendwas kann. Sich andere anfangen, Sprüche zu reißen, weil sonst kriege ich wieder die Fresse voll. Ich kenne das doch. Weil dann denkst du, haha, ich bin hier. Ciao. Battle commence. Auf jeden Fall schon mal wesentlich eleganter aus. Achso, der Kampfstil, nicht der alte. Ja, send moron. Battle commence. Komm schon. Ja, natürlich. Der Speed-Schnetzer, der haut einen dann wieder einfach mal so aus der Luft mitten in der Attacke. Ja, das war Dark Rift fürs N64. So, wenn ich mich recht entsinne, ist das die UK PAL. Ich glaube, es ist nicht hier erschienen. Und ja, wenn es wieder gefallen hat, lass mal ein Däumchen da. Schreibt mir gerne was zu dem Game in die Kommentare oder was habt ihr gerne für einen Prügler auf dem N64 gespielt? Hat man da überhaupt noch Prügler gespielt? Das ist hier die Frage. Wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr, wo der Abo-Button ist. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein.